Hier ist das Bayreuther Tagblatt. Mein Name ist Thorsten Gütling und ich habe heute zu Gast Sven Lutz. Hi Sven. Hallo Thorsten. Sven, du bist 41 Jahre alt und hast gerade eben eine Internetseite ins Leben gerufen, bayreuth-bilder.de, auf der sich jetzt schon mehrere tausend Bayreuth-Fotos finden lassen. Wo soll es eigentlich enden? Willst du einmal derjenige sein, der irgendwie Bayreuth am allermeisten und am allerbesten fotografiert hat, oder was ist dein Ziel? Also am allerbesten nicht, da gibt es natürlich bessere Fotografen wie mir, aber mein Ziel ist es schon, Bayreuth zu dokumentieren, einfach Erinnerungen festzuhalten, Gebäude, was abgerissen worden sind, Lokale, was geschlossen haben. Das möchte ich alles auf meiner Seite dokumentieren und für die Nachwelt erhalten. Was ist dein Ansporn? Wieso machst du das? Das ist Liebe zu Bayreuth einfach. Das ist mein Hobby. Ich mache das gern. Ich ziehe los in die Stadt, fotografiere spontan Dinge. Das ist der innere Antrieb. Einfach Liebe zu Bayreuth. Gibt es irgendwie einen Ort in Bayreuth, der dich fotografisch am meisten reizt, wo du sagst, da kommst du irgendwie auf deine Kosten, wenn du hingehst, da findest du immer ein Motiv? Nee, also für mich ist alles in Bayreuth interessant. Alles, was alt ist, was mal verschwindet, spontan, ich habe da keine festen Ziele. Alles für mich ist interessant in dieser Stadt. Jetzt ist es ja so, dass wir häufig im Netz dann Sachen finden, wo wir gar nicht wussten, dass sie verschwinden werden. Du weißt es. Wo hast du deine Infos her? Wie kriegst du es mit? Ich laufe mit offenen Augen durch die Stadt. Wenn ich alte Gebäude entdecke, wo ich denke, die könnten abgerissen werden, gehe ich auf die Leute zu und frage, ob ich fotografieren kann. Das könnte ich mal. Jetzt hast du keinen Presseausweis, insofern wirst du bei den Leuten häufig unter Umständen auch auf Skepsis stoßen. Ist das so? Ja, also Presseausweis habe ich schon, aber setze den nicht ein. Also ich gehe da offen hin, bin freundlich zu den Leuten, erkläre, was ich machen möchte und bis jetzt hat noch niemand Nein gesagt. Wir gehen jetzt ein paar Meter durch Bayreuth spazieren und reden gleich weiter mit Sven. Vor allen Dingen auch, was er sonst so macht, wenn er nicht gerade Bayreuth-Bilder knipst. Bis gleich. Sven, du fotografierst und dokumentierst seit der Jahrtausendwende irgendwie alles, was in Bayreuth so im Verschwinden begriffen ist. Das kostet ja auch irgendwie viel Zeit. Was machst du eigentlich sonst so, wenn du nicht gerade fotografierst? Ja, was mache ich sonst, wenn ich nicht fotografiere? Also ich bin für meine Familie da, ich unternehme viel mit meiner Tochter, mit den Badensöhnchen. Arbeit muss ich ja auch noch nebenbei. Also arbeite in Nürnberg bei einer großen Versicherungskonzern im Kundenservice. Und ja. Und du hast irgendwann auch gesagt, das Fotografieren alleine, das ist es nicht mehr. Ich will jetzt auch Videos filmen. Wie kam es dazu? Und vor allen Dingen, du bist ja eine One-Man-Show. Das macht es ja auch nicht leichter, oder? Ich mache alles alleine. Ja. Also mir hilft in der Regel keiner dabei, außer ein paar Kumpels nur ab und zu. Wie bin ich dazu gekommen? Irgendwann habe ich mal die Videofunktion entdeckt an meiner Kamera und habe damit einfach angefangen, die Stadt zu filmen und stelle hier alles auf meinen YouTube-Kanal online. Und wieso musst du allein unterwegs sein? Das ist ja auch fast schon so ein Kennzeichen von dir. Wieso machst du das immer alleine? Ja, ich kann dann meine eigenen Ideen verwirklichen. Also ich muss niemand irgendwie Rechenschaft ablegen, wie ich das mache, sondern kann das frei Schnauze, wenn man so sagt, machen, wie ich das gerade für richtig halte. Thema Rechenschaft ablegen, das ist ein interessantes Thema, denn ich glaube, dass du ein begehrter Hochzeits- und Auftragsfotograf wärst. Das tust du alles nicht. Du willst für deine Arbeit nie Geld haben. Warum? Also zum einen würde ich Hochzeiten oder sowas nie fotografieren. Da gibt es bessere Fotografen wie mich. Ich will kein Geld haben, ich will einfach unabhängig bleiben. Ich möchte es einfach für mich als Hobby sehen und dadurch verlange ich auch kein Geld dafür. Und jetzt gibt es was ganz Neues, was der Sven auf seiner Seite bayreuthbilder.de anbietet und das Ganze heißt Rent as Wutz. Erklär mir kurz, was kann man da mieten? Ja, also man kann hier den Swutz mieten. Das ist jetzt so für Leute gedacht, wo weiter weg wohnen, aus Amerika oder sonst wo herkommen oder mal in Bayreuth gelebt haben und möchten vielleicht einen bestimmten Ort in Bayreuth wieder sehen, wo sie ihre Kindheit verbracht haben, möchten wissen, wie sich ein bestimmtes Haus hier verändert hat. Und denen biete ich praktisch an, das Haus für sie zu fotografieren. Das ist natürlich kostenlos und würde ihnen halt dann die Bilder zuschicken. Ich setze aber schon voraus, dass sie von weiter her wegkommen und nicht selber die Möglichkeit haben, nach Bayreuth zu kommen oder auch niemanden kennen, der das Bild für Sie machen könnte. Das war das Bayreuther Tagblatt. Heute mit Sven Lutz, dem wahrscheinlich künftigen digitalen Gedächtnis der Stadt Bayreuth. Danke, Swutz. Bitte schön, Thorsten.